Dieser Film erzählt die Geschichte eines Läufers und die seiner Schuhe. Aber es ist nicht seine Geschichte, sondern die seines Chefs. Ich war Langstreckenläufer und hatte beim Laufen immer Schmerzen. Die gehörten für mich beim Laufen dazu. Und diese Schmerzen verschwanden erst nach ungefähr 12, 13, 14, 15 Kilometern. Durch das Ausschütten der Endorphine, nehme ich mal an. Helmut Ohlauf holte sich Rat bei einem befreundeten Arzt. Er sagte ad hoc, ihr Läufer lauft alle falsch. Ich war darüber sehr verwundert, weil Walter Packi kein Läufer war. Aber ich fragte ihn dann, Walter, dann sag mir mal, was wir falsch machen. Die Antwort des Arztes war überraschend einfach. Ohne Schuhe laufen. Für Helmut Ohlauf erstmal keine Lösung. Was soll ich tun? Kein Mensch kann barfuß laufen, ich doch auch nicht. Ja, er überlegte eine Weile und sagte dann, ich würde mir Silikon unter die Füße schmieren. Gesagt, getan. Am nächsten Werktag ging ich in den Baumarkt, kaufte mir 3 Tuben Silikon und versuchte zu Hause, die unter die Füße zu schmieren. Es war eine elendliche Sauerei, aber der Gedanke war geboren. Warum nicht das Silikon auf die Socken schmieren? Aus der Silikonsocke entwickelte sich eine Schuhmarke, Leguano. Die Barfußschuhe von Leguano werden ausschließlich in Deutschland produziert. Die meisten im rheinland-pfälzischen Buchholz. 160 Menschen aus 10 Nationen fertigen hier bis zu 2500 Schuhe am Tag. In der Empfangshalle ein kleines Museum. Und das ist er, der allererste Barfußschuh. Das waren die ersten Versuche, wie Sie sehen, tatsächlich noch mit Silikon. Und das Ganze schlabberte natürlich am Fuß, war so unmöglich, war nichts zu machen. Aber die Entwicklung von diesen Anfängen bis zum ersten serienreifen Produkt, also dem Original, hat ungefähr 5 Jahre gedauert und uns viele schlaflose Nächte bereitet. Nun gut, aber das war der Einstieg 2009 mit dem ersten serienmäßigen oder Produktionsreifenmodell, Leguano das Original, und ab da ging die Entwicklung unaufhörlich und kontinuierlich weiter. Wie sind Sie auf Leguano gekommen? Da der Leguan saugfähige Füße hat und selbst Wände hochgehen kann und ansonsten sehr stabil ist, aber auch sehr schnell laufen kann, haben wir überlegt, den Leguan zu wählen, und das, um dem Ganzen einen internationalen Touch zu geben, haben wir hinten ein O dran gehängt. Die ersten Barfußschuhe hat Helmut Ohlauf gemeinsam mit seiner Frau und einer Freundin auf Messen und bei Marathonläufen verkauft. Der Anfang war schwierig. Die drei hatten weder Ahnung von Schuhproduktion noch von Preisgestaltung. Neben den Messen, auf denen wir unterwegs waren, gab es dann noch den Aufbau einer kleinen Homepage. Das haben wir damals selbst gemacht. Für 10 Euro oder 15 Euro, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und darüber haben wir dann so 1 bis 2 Paar in den Anfängen am Anfang verkauft. Ja, die haben wir auch in der eigenen Garage gemacht, das Auto nach draußen gestellt. Und so nahm Leguano seinen Lauf. Ja, und sehr bald wurde viel mehr daraus. Und die Umsatzzahlen stiegen, die Akzeptanz auch. Das führte dann dazu, dass wir 2013, genau am 1. Mai, auch den ersten Barfußladen in Bad Zwischenahn eröffnet haben. Inzwischen gibt es 120 Läden in ganz Deutschland. 200 sind das Ziel. Hier wird gerade eine Neueröffnung in Trier vorbereitet. Während viele Geschäfte aus den Innenstädten verschwinden und sich aufs Internet konzentrieren, setzt Leguano auf die Laufkundschaft. Das Barfußerlebnis ist nicht beschreibbar. Es muss erfahren werden. Deswegen müssen wir stationär vor Ort sein, um möglichst vielen Kunden die Gelegenheit zu geben, das selbst zu erfahren, selbst zu erleben, wie schön Barfußlaufen ist. Wir müssen da sein, es geht gar nicht anders. Wenn wir uns auf das Internetgeschäft verlassen würden als Einziges, könnten wir den Schlüssel unten umdrehen, am nächsten ersten und in der Bank geben. So, dann wäre Feierabend.
funktioniert nicht. In Trier ernten die Leguano-Schuhe die ersten neugierigen Blicke. Sie sehen eben schon etwas anders aus. Im Laden berät Florian Stolle seine erste Kundin. Sie ist ganz gezielt hierher gekommen. Also ich habe ein Paar und bin super begeistert. Und jetzt Warum? Das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl. Also ist viel besser als so ein fester Schuh. Ich hatte immer ganz viel Fußschmerzen und seit ich die habe, gar nicht mehr. Trägst du überhaupt noch andere Schuhe? Also ich habe noch andere, aber ich trage fast nur noch die. Ja? Ja. Das ist echt wirklich viel, viel besser. Also ja, fühlt sich viel freier. Jetzt auch besser von der Größe? Ja, ich glaube, es sind 43. Ja? Ja. Hanife Ulukans Kundin ist zum ersten Mal in einem Barfußschuhladen. Also man liest ja immer mehr darüber, dass es gesund ist für die Füße. Oder besser für die Füße als den ganzen Tag in normalen Schuhen. Genau, und deshalb dachte ich, komm ich mal gucken und probiere mal an. Ich hatte überhaupt noch keine Erfahrung damit und wollte jetzt mal testen. In jedem Leguano-Laden gibt es eine kleine Teststrecke. Und was sagen Sie? Anders wie mit normalen Schuhen, aber nicht schmerzhaft. Also wenn man barfuß wäre, wäre es ja wahrscheinlich schmerzhaft. Florian Stolle hat sein erstes Paar verkauft. Und er macht den Job aus Überzeugung. Ich bin selber auf die Barfußschuhe gekommen. Als ich früher Kampfsport gemacht hatte, hatte ich eine Knieverletzung. Wurde nach hinten gezogen, Knie verdreht. Und bin von einem Arzt zum anderen. Die haben gesagt, das muss operiert werden. Mit Anfang 20 war ich aber halt eben nicht offen dafür, mich operieren zu lassen. Und habe dann irgendwann selber eine Lösung gesucht, indem ich einfach im Internet ein bisschen nachrecherchiert habe. Und bin dadurch eben auch auf Barfußschuhe gekommen und auch auf das Barfußgehen, dass das eben die Gelenke schont. Und habe dann über ein Jahr hinweg gemerkt, dass meine Knieschmerzen weniger bis gar keine mehr geworden sind. Und das war für mich der Anreiz, dann auch zu sagen, ich fange hier an zu arbeiten, um anderen Menschen eben auch das Gleiche zu vermitteln. Und, was für ein Gefühl? Gut. Nicht schlecht. So, laufen ruhig einen Rundgang so. Auch er ist zum ersten Mal hier und scheint sich ganz wohl zu fühlen. Aber er kann sich nicht für ein Modell entscheiden und probiert einfach zwei unterschiedliche Schuhe an. Aber, mehr Barfuß ist rechts. Ja, dann ist es finde ich. Ja. Das ist wahrscheinlich das Obermaterial, der Stoff, die Festigkeit. Das ist stabil, das kann irritieren. Er sagt ja, dass hier etwas sportlicher ausführen. Parkour laufen, mal vergleichen. Ich das mal. Eigentlich haben alle Schuhe die gleiche Sohle, aber... Das ist ein Geheimnis, er macht eine kostenlose Fußmassage. Aber was ist denn nun das Besondere an diesen Sohlen, die scheinbar den großen Unterschied der Schuhe von Leguano ausmachen? Helmut Ohloff muss es wissen. Diese Sohle muss in alle drei Raumrichtungen beweglich sein. Deshalb auch die Halbkugelstruktur, die geringstmögliche Auflagefläche hat, aber den Fuß dann auch nicht mehr behindert. Unsere Schuhe können nichts. Sie haben nur die Funktion, den Fuß zu schützen, aber ihn auch nicht, und das ist das Entscheidende, nicht an der Barfußbewegung zu behindern. Patrick Dippe ist Designer bei Leguano. Von seiner Idee bis zur Produktion eines neuen Modells dauert es mal 3 Monate, mal 3 Jahre. Mir war klar, dass ich Schuhe machen möchte, aber ich wusste noch nicht genau, in welchem Bereich. Und dann bin ich durch Zufall auf das Thema des Barfußlaufens gekommen und habe dann geguckt, wer macht sowas in Deutschland. Und ja, dann hat das einfach gepasst. Ich finde die Herausforderung, im Barfußschuhbereich wirklich einen Schuh zu machen, der alles abdeckt, ist noch viel höher als bei normalen Schuhen. Also wir müssen halt in gewissen Themen, wie bringen wir Elemente an oder was für Materialien verwenden, noch viel präziser arbeiten, wie, sage ich mal, bei herkömmlichen Schuhen. Und das reizt mich besonders. Es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, Barfußschuhe sind hässlich, die ziehe ich nicht an. Und dafür bin ich ja da, um die Meinung zu ändern. Also die Barfußschuhe haben einen gewissen Ruf und das basiert bestimmt auch auf vielen Produkten, die aktuell noch auf dem Markt sind. Aber ich denke, dass sich da schon in der letzten Zeit einiges getan hat und Barfußschuhe auch eine immer größere Akzeptanz erfahren. So, im Prinzip kommt jetzt eigentlich schon der nächste Schritt nach den Zeichnungen. Also wir fangen jetzt an, hier alles zu digitalisieren, den Skizzen mal ein bisschen Farbe zu geben, mal ein Material drüber zu legen, um so einfach den Schuh nochmal in gewisser Weise realistischer darzustellen.
Aus den Entwürfen von Patrick Dippe entstehen dann die Schnittmuster für die Schuhe. Anna Onegoff und ihre Kollegin nehmen Maß für jedes neue Modell. Wir suchen die Materialien zusammen. Wir recherchieren die Lieferanten, die uns diese Materialien zur Verfügung stellen können. Wir überlegen uns, was sich für das Futter, was sich für das Obermaterial, was sich für die Innensohle eignen könnte. Wenn die Stoffe ausgesucht, die Schnitte fertig sind, kommt der Schneidetisch zum Einsatz. Hier werden die Einzelteile für den Schaft vorgefertigt. Da sparen wir uns die Arbeit mit der Handschere. Der Schneidetisch macht das präzise und schnell. Und dann haben wir am Ende die fertigen Schnittteile in der Hand, die wir dann zusammennähen können. Die Löcher für die Schnürsenkel werden aber noch mit der Hand gestanzt. Helmut Olof hat Leguano nicht allein gegründet. Seine Frau Bettina Michels und Heidi Hintereck, eine gemeinsame Freundin, waren von Anfang an mit dabei und sind geblieben. Alle drei haben mit der Firma absolutes Neuland betreten. Olof war Journalist, Michels Hausfrau und Mutter, Hintereck Fotografin. Jetzt beschäftigen sie sich mit Schuhformen und neuen Farbkompositionen. Wie hießen diese Olivtöne? Olivgrün, den fandet ihr nicht so schön? Nee. Agavengrün? Nee, nicht so. Aber wisst ihr was, wir sollten alles weiß machen, dann hätten wir nicht mehr so die Probleme mit der Farbauswahl. Ich muss gestehen, wir laufen hier manchmal noch auf den Hof, nenne ich das mal, auf unser Grundstück und sagen, boah, sind wir das wirklich? Hat sich das wirklich aus dieser Idee heraus entwickelt? Und ja, es ist so. Ganz am Anfang hat meine Mutter noch mitgemacht. Dann haben wir uns einfach Sohlen im Laden gekauft und Strümpfe drauf genäht. Das waren so die allerersten Anfänge. Es war nicht einfach, weil wir überhaupt nicht wussten, was uns erwartet. Wir wussten nicht, was es bedeutet, einen Schuh herzustellen. Wir wussten nicht, was es bedeutet, ein Unternehmen, eine Produktion aufzubauen. Das war uns alles fremd. Wir hatten eine Idee und sind Schritt für Schritt vorgegangen. Wir haben einfach gemacht, wir haben experimentiert, wir haben dies, wir haben jenes gemacht. Deswegen haben wir 5 Jahre gebraucht, auch für die Entwicklung. Die 5 Jahre, das waren die härtesten. Das ist allerdings wahr, ja. Weil das lief ja neben unserer normalen beruflichen Tätigkeit, sollte jetzt plötzlich etwas erfunden werden, das es noch so gar nicht gab. Und das hat viele schlaflose Nächte gekostet. 2009 haben sie Leguano in der Nähe von Bonn gegründet. Seit 2018 haben sie ihren Firmensitz hier in Buchholz im Westerwald. 13 Jahre sind wir in der GmbH. Ein kleines Unternehmen, relativ kleines Unternehmen. Wir machen in diesem Jahr etwas über 40 Millionen Umsatz. Wir gehen genau diesen Weg weiter und wir wissen, wir haben von dem Hochhaus, von dem Leguano-Hochhaus bisher das Fundament gebaut. Das Hochhaus selbst, das müssen wir noch bauen. Es geht ums Barfußerleben. Die Philosophie, die steht bei uns immer an oberster Stelle. Und das Produkt selbst, das passt sich der Philosophie an. 530 Menschen arbeiten zurzeit deutschlandweit für Leguano. Bis 2027 soll sich die Belegschaft verdoppeln. Die Paki-Klinik in Bad Krozingen bei Freiburg. Hier hat man sich der nicht-operativen Schmerztherapie verschrieben. Ausgehend von der Theorie, dass chronische Schmerzen durch muskulöse Veränderungen entstehen. Mit Bewegungsübungen wird versucht, den Patienten zu helfen. Physiotherapeut Jan Trelenburg behandelt einen jungen Mann mit Rückenschmerzen. Auch die Füße spielen eine große Rolle. Wir sagen, wenn die Zehen nicht aktiv sind, dann fällt 2/3 der Fußmuskulatur mehr oder weniger aus. Und dann versuchen wir alles über Waden, großer Wadenmuskel und Unterschenkel, Schienbeinmuskel zu hebeln. Und wenn die Zehen eben nicht aktiv sind, dann ist die ganze Muskelkette nicht aktiv, sagen wir. Das Problem sei festes Schuhwerk. Davon ist Jan Trelenburg überzeugt. Egal, ob es Pumps sind oder Sneakers. Also man ist wie in einem Gips. Und wenn Sie sich jetzt einen Gips vorstellen, den Sie am Unterarm hatten, weil Sie Ihren Arm gebrochen haben, nach 6 Wochen abnehmen, dann sehen Sie ja, wie der Unterarm muskulär dann aussieht. Und man geht ja immer mal wieder raus aus seinen Schuhen, deswegen ist der Effekt vielleicht nicht ganz so krass, aber er ist eingesperrt da drin, der Fuß, und ist verheerend für die Muskulatur. Durch das Barfußlaufen, was der beste Schuh ist, nämlich gar kein Schuh,
entsteht einfach die höchste Flexibilität und Aktivität in der Muskulatur. Wolfgang Packi hat die Klinik von seinem verstorbenen Vater Walter übernommen. Der hat einst Helmut Ohloff empfohlen, barfuß zu laufen und damit den Impuls zur Gründung von Leguano gegeben. Wir leben ja nicht mehr in der Natur, wir leben in einer künstlichen Umwelt. Heute ist es einfach nicht mehr zweckdienlich, ohne Schuhe zu laufen. Wir haben Glasscherben auf dem Boden, wir haben Nägel. Man würde sich früher oder später verletzen und damit einen größeren Schaden als einen Nutzen anrichten. Was mein Vater empfohlen hat, ist Schuhwerk zu entwickeln, das dem Barfußlaufen so nahe wie möglich kommt. Zurück im Leguano-Werk in Buchholz. In der Näherei werden die Einzelteile der Schuhe mit der Hand zusammengesetzt. 64 Näherinnen und Näher aus 10 Nationen arbeiten hier im Zweischichtbetrieb. Merit Stabe ist die Produktionsleiterin. Frau Schrand, ich habe hier die Kiste vom Zuschneidetisch, habe ich Ihnen gebracht. Und dann können Sie gucken, dass vor allem das Besatzmaterial jetzt schnell durchgeht, weil wir brauchen die nächste Woche auf der Maschine, ja? Wir haben je nach Komplexität des Schuhs zwischen 1 bis 20 verschiedene Arbeitsschritte an unterschiedlichen Nähmaschinen. Und wir haben manche Mitarbeiter, die von vorne bis Ende den Schuh mit in der Näherei begleiten. Und wir haben manche Mitarbeiter, die Experten für einzelne Arbeitsschritte sind. Gisela Schrand ist gelernte Damenschneiderin und seit 7 Jahren bei Leguano. Bevor sie hierher kam, hat sie in Änderungsschneidereien ihr Geld verdient. Der Beruf ist so gut wie ausgestorben. Also es gibt groß keine Nähereien mehr. Hier Leguano ist da schon eine Ausnahme, dass man überhaupt noch den Beruf ausüben kann. Das ist hier feine filigrane Näharbeit. Das kann auch nicht jeder. Einige nähen nur auf Tempo und das funktioniert hier schon nicht. So langsam wird aus den Einzelteilen ein Schuh. Bevor die Schuhe zur Besohlung gehen, müssen sie noch durch eine Qualitätsprüfung. Vor dem neu eröffneten Leguano-Laden in Trier bietet eine Physiotherapeutin eine Fußdruckanalyse an. Also das Rote ist ihr Körpermittelpunkt und dieses Strichekreuz ist ihre Körpermitte auch, also es ist fast zentriert. Das ist schon mal sehr, sehr positiv, ne? Die Zehen sind ein bisschen wenig. Also es wäre schön, wenn Sie da mehr Zehen mit benutzen würden. Gut wäre es einfach, wenn Sie den kompletten Vorfuß aufsetzen beim Gehen. Dann aktivieren wir auch unsere Quer- und Längsgewölbe. Und dann werden die Feder, also die Abfedermechanismen, die wir im Fuß haben, werden dann aktiv. Und wenn wir über die Ferse auftreten, platscht der Fuß nur runter. Und es kann dazu führen, dass wir Probleme im Fersenbereich bekommen. Sowas wie ein Fersensporn. 95% der Menschen, die stehen einfach ohne ihre Zehen zu benutzen. Und daran müssen wir arbeiten. Das liegt daran, weil Sie zu starre Schuhe tragen? Ganz genau, weil in herkömmlichen Schuhen einfach die Fußmuskulatur nichts zu tun bekommt. Der Fuß wird eingequetscht oder stillgelegt, einfach als ob er einen Gips anhat. Und dadurch verkümmert die Fußmuskulatur und die Mobilität geht zurück. Die Fußdruckanalyse lockt viele in den Laden. Florian Stolle kümmert sich um die Kundin, die im Internet von den Barfußschuhen erfahren hat. Sie hat schon mehrere Paare anprobiert, ist aber immer noch nicht wirklich überzeugt. Florian Stolle bleibt geduldig. Er soll beraten, nicht verkaufen. So lautet die Firmenphilosophie. Vielleicht wird die Kundin ja einen Stock tiefer fündig. Oh, Wahnsinn. Das sitzt fest. Oh, so fest jetzt. Er probiert wasserdichte Socken an. Ist ein bisschen eng. Das mit den Socken war die Idee seiner Ehefrau. Sie hat Angst, ihr Mann könnte nasse Füße in den leichten Schuhen bekommen. Um sicher zu gehen, welche jetzt wirklich passt, dann würde ich, genau, weil da würde ich gerade, in welche Netze Schuhen das gerne zum Beispiel. Florian Stolle probiert es bei seiner Kundin mit einem neuen Paar. Gefallen sie ihr diesmal? Gewöhnungsbedürftig zum Anschauen. Ja, es ist was ganz anderes, das stimmt. Aber angenehm ist das. Sehr gut. Und zwar, bei dem hier ist der Naht
hinter dem Ballen. Das heißt, hier haben Sie mehr Luft an den Zehenbereich, auch an den kleinen Zehen. Das sitzt dann auch schön bequem. Das stimmt. Jetzt probieren Sie doch noch mal ein neues Modell. Alles probiere ich heute. Herr Scherz, was sagst du? Du musst laufen. Die waren besser, ja. Es ist wichtig, dass er läuft. Wir haben hier auch den sogenannten Go Mixed Black. Das heißt, der ist dann auch ein bisschen höher. Gleiche Form wie die beiden. Da haben wir quasi alles einmal vereint. Ob mit oder ohne Socken ist eigentlich immer egal. Wichtig ist, dass sie sich einfach wohlfühlen. Ja. Ah, ja. Das sind aber keine Warzen. Nee, das ist. Das ist von der Polyneuropathie. Einfach mal Johanniskrautöl. Ja. Jeden Abend kurz vor Schlafen gehen, einreiben. Das kriegen Sie im Reformhaus. Okay. Das hilft. Das kann ich Ihnen 100% garantieren. Hanife Ulukan und ihr Kunde tauschen inzwischen sogar Privates aus. Florian Stolles Bemühungen scheinen dagegen vergeblich gewesen zu sein. Ja, ich hatte ja noch mit dem Preis. Ist ja nicht so ganz billig. Wie gesagt, wir machen ja noch hier. 10%. Wow. Heißt, die sind 155 minus 15,50 €. Also sind wir bei 140. Mein Limit liegt bei 100 €, deshalb muss ich dann nochmal. Nochmal drüber nachdenken. Bis dann, würde ich sagen. Florian Stolle hat alles gegeben. Aber auch ein Preisnachlass hat nicht geholfen. Die nehme ich. Ist gut. Ja? Die Strümpfe kaufe ich. Wenn du möchtest. Dankeschön, mein Schatz. Nach einer Stunde ist Hanife Ulukan am Ziel. Ein paar wasserdichte Strümpfe und einen Schuh verkauft. Viel Spaß mit Ihren Leguanos. Danke. Hoffentlich überreden Sie Ihre Frau auch, dass sie Barfußschuhe trägt. Mal sehen. Oh, sie kann ja laufen. Ich kann ja laufen. Schönes Wochenende. Okay, danke. Tschüss. Hier werden die Leguanos besohlt. Der erste Schritt bei uns in der Besohlung, der Schaft geht ungeschnürt zu einem Mitarbeiter. Dieser Mitarbeiter zieht einen Schnürsenkel in diesen Schaft ein, um einfach auf dem Aluminiumleisten für einen besseren Zucht zu sorgen. Das ist der Aluminiumleisten. Der Schuh wird festgezogen und anschließend glatt geklopft. Herausstehende Fäden werden abgeflemmt. Nach einer Runde landet der Schaft hier vorne vor dem Roboter. Der Roboter raut hinten das Bändchen kurz an und sprüht dann einen Haftvermittler auf die Brandsohle auf. Das ist das Granulat für die Sohle. Den Rest erledigt der Roboter. Nach der Besohlung bekommen die Schuhe noch eine Rahmennaht. Dafür ist der Iraner Mortissa Amiri zuständig. Im Iran auch mit Nähmaschine gearbeitet. Mantel und Kleidung genäht. In Buchholz näht er Barfußschuhe. Was noch fehlt, sind die Schnürbänder. Sie werden mit der Hand eingefädelt. Und dann das Finale. Das ist der letzte Schritt unserer Produktion. Hier kontrollieren die Kolleginnen und Kollegen nochmal den Schuh nach unseren Qualitätsstandards und machen das letzte Finish am Schuh. Sogar einen Kartonfalter gibt es im Leguano-Werk. Beim Verpacken wird bei jedem Paar noch einmal die Größe kontrolliert. Die Kunden sollen schließlich keine bösen Überraschungen erleben. Kollektionsbesprechung. Bevor sie auf den Markt kommen, werden hier die neuesten Modelle noch einmal unter die Lupe genommen. Leguano hat einen Schuh für den medizinischen Bereich entwickelt, für Ärzte und Pflegepersonal.
Geschäftsführerin Heidi Hintereck gibt eine erste Einschätzung preis. Ja, finde ich gut. Mhm, gefällt mir gut. Ja. Dann glaube ich, sind wir so weit, dass wir sagen können, wir gehen in eine kleine Vorserie über und werden dann noch mal den Schuh auf Erz und Nieren wortwörtlich prüfen. Und auch ungewöhnliche Tests mit ihm zu machen. Und ich freue mich sehr. Wir werden auch erst die Ärzte befragen und die auch testen lassen. Also ich bin absolut gespannt, wie sehr der Schuh angenommen wird. Freue ich mich sehr. Schön. Ich mich auch. Also in gewisser Weise ist es uns schon wichtiger, modischer zu werden. Allerdings versuchen wir dabei halt wirklich niemals unsere Wurzeln zu vergessen. Also es steht immer an erster Stelle, dass wir diese maximale Flexibilität haben. Und das wird halt einfach bei allen Entscheidungen, die wir treffen, berücksichtigt. Leguano ist ein Lebensgefühl, es ist ein Barfußgefühl, es ist ein Erlebnis und ich möchte es nicht mehr missen. Diese Leichtigkeit ist, ich möchte aufstehen, ich möchte hüpfen, springen, mich bewegen und mich einfach zufrieden fühlen. Und das ist das neueste Projekt von Leguano, ein Barfußpark. Er liegt im norddeutschen Friedeburg und ist eine Herzensangelegenheit von Helmut Olof. Der 74-Jährige könnte längst seine Rente genießen, doch davon ist er weit entfernt. Zunächst haben wir ein Seminarzentrum gesucht für unsere Mitarbeiter hier oben in Norddeutschland und sind auf dieses Anwesen hier gestoßen, das eine ehemalige Baumschule war, die über 15 Jahre schon nicht mehr bewirtschaftet wurde. Es war also, wenn Sie so wollen, ein Urwald, mehr oder weniger. Aus dem Urwald wurde ein gepflegter Park mit ganz unterschiedlichen Untergründen und einer Wegstrecke von insgesamt 5 Kilometern. Die Idee ist, wieder Gefühl zu bekommen für den eigenen Körper, für die Verbindung zur Erde, zu den Untergründen. Das wirkliche, das echte Empfinden, das erfährt man nur, wenn man ganz barfuß läuft. Sogar einen Berg gibt es hier. Das hier ist der Monte Leguano, die höchste Erhebung Friedeburgs. Der Berg ist ungefähr knapp 5 Meter hoch, allerdings die Zuwegung ungefähr 150 Meter lang. Und von hier oben haben Sie einen wunderschönen Blick über den Barfußpark und das zu jeder Jahreszeit. Im April soll er eröffnet werden. Der Barfußpark ist ein Langzeitprojekt. Er soll in den nächsten Jahren noch weiter wachsen und immer wieder verändert werden. Und von hier gehen die Schuhe dann in die ganze Welt. 1500 bis 2500 Schuhe werden bei Leguano am Tag produziert. Hier werden sie verpackt und in die Barfußläden und zu den Online-Kundinnen und Kunden verschickt. Das Exportgeschäft macht derzeit nur 10% unseres Unternehmens aus. Wir beabsichtigen in den kommenden Jahren, diesen Anteil deutlich aufzustocken, insbesondere durch die Installation vielleicht eines eigenen Betriebes in den USA. Denn die Ware von hier aus, die hier produziert ist, darüber zu schippern, macht nicht viel Sinn. Wir denken, dass der amerikanische Markt aufnahmefähig ist, auch für Leguano. Und das wird eins unserer nächsten Ziele sein. Auch die Firma in Buchholz soll weiter wachsen. Nachbargrundstücke wurden bereits erworben. Und was ist mit der Konkurrenz? Existiert für mich nicht. Ich freue mich über jeden, der das macht, aber es ist mittlerweile so, dass wir kopiert werden. Und auch das interessiert mich also nicht sonderlich, sondern wir sind in Deutschland Vorreiter. Ja, das waren wir und das sind wir nach wie vor. Und wer sich beteiligen will an diesem Werk, herzlich willkommen. Jeder ist eingeladen und jeder, der dazu beiträgt, ist auch für uns ein Multiplikator für die Idee des Barfußlaufens. Halten Sie mich nicht für arrogant, aber solange nicht 95% der Menschheit barfuß läuft, wieder barfuß läuft, ist unsere Aufgabe nicht erfüllt. Es ist also noch ein weiter Weg. 2,5 Millionen Paar Schuhe hat Leguano bislang weltweit verkauft. Um die 95% der Menschheit zu erreichen, fehlen aber noch ein paar Millionen.